So, liebe Leute, willkommen zurück. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Ich habe vorhin schon mal ein bisschen aufgenommen, bin dann ein bisschen verzweifelt an diesen Schatten. Meine dieser Fehler war sehr noch nicht da. Ich habe jetzt auch einen alten Spielstand mal geladen zum Testen. Da waren diese stufigen Schatten aber nicht da. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, woran das liegt. Ich hoffe mal, das liegt irgendwie an der bestimmten Uhrzeit, wo das Licht hier so einstrahlt, dass das Spiel das nicht vernünftig berechnen kann. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr Ideen habt, lasst es mich gerne wissen. Ich werde mich erstmal darauf konzentrieren, Medikamente zu besorgen. Und ich hoffe, dass die Schatten im Laufe des Spiels, dass der Bug einfach von selber aufhört. Ah, ich fahre jetzt genau falsch rum. Ja. So, wir brauchen ganz dringend neue Medikamente. Weiß nicht, sieht man das hier im Journal? Krankheitsstufe 2, Gelenkschmerzen, Schüttelfrost. Das ist nicht gut, das wollen wir vermeiden. Also tauschen wir, wie bereits bekannt, Pässe gegen Medikamente. So, ich glaube da unten. Da war immer so ein bisschen Action. Das speichere ich mal besser ab. Na? Oh, ja, das sieht nicht gut aus. Ja. Das ist natürlich nicht so geil. Wenn ich das jetzt lade, dann werde ich wahrscheinlich direkt an der gleichen Stelle wieder den Anfall haben, so wie ich das Spiel kenne bislang. Aber ich kann es ja einfach mal ausprobieren. Ja, es dürfte ziemlich genau die gleiche Zeit sein. Nee, Quatsch. Frage ist jetzt, was macht das Spiel? Setzt das Spiel mich einfach zum Startpunkt der Mission zurück oder lädt es einfach da den letzten Speicherstand und setzt das dann den Krankheitsverlauf auch wieder zurück? Sonst bin ich natürlich da in so einer Schleife gefangen. Und werde einen viel älteren Spielstand laden müssen. Aber im Journal stand ja auch nur, dass ich die Krankheitsstufe 2 habe. Also das heißt nur, ich weiß ja nicht, wie viele Stufen es insgesamt geben soll. Aber einer wie Sie schafft es dort nie durch die Vordertür. Außer Sie haben die hier dabei. Geben Sie ihm die Pässe, dann weiß er, dass Sie von mir kommen. Und Sie kriegen Ihre Medizin. Okay. Ihre Hilfe wird belohnt werden. Aber es soll dort sehr gefährlich sein. Ich empfehle höchste Vorsicht. Speichere ich jetzt noch einmal ab. Wäre natürlich fies, wenn es jetzt auf dieser Krankheitsstufe 2 so einen Timer gibt und ich mich hier festgefahren habe.
So, noch kein Anfall, aber ich bin noch ein bisschen flotter unterwegs als beim letzten Mal. Wollte ich trotzdem noch mal speichern. Ach ja, das schadet ja nie. An Speicherplatz sollte es nicht mangeln. Entdeckung. Gut, wenn ich beim ersten Mal den Tank treffe. Na, toll. Ach, was soll's. So, bislang zumindest keine weiteren Malaria-Anfälle. Also sollten wir das Problem gelöst haben. Das Rätsel aufgeklärt. Sie haben sie gestoppt. Ich werde Ihre Zeit nicht mit Komplimenten vergeuden. Die Pässe müssen nach hinten, da kriegen Sie Ihre Pillen. Moment, Sie brauchen Ihre Medikamente. Ich werde Ihre Zeit nicht mit Komplimenten vergeuden. Die Pässe müssen nach hinten, da kriegen Sie Ihre Pillen. Gut, dass Sie hier sind. Ja. Wir haben Medikamente für Sie und haben Sie die Reisedokumente? Natürlich. Meine Familie dankt Ihnen. So, dann schauen wir mal, was die Krankheitsstufe macht. Krankheitsstufe 2. Okay. Also das wird dann ja logischerweise nicht zurückgesetzt. Aber ich habe eine Theorie, was die Schatten angeht, dass wenn ich hier mal ein bisschen schlummere, dass dann vielleicht dieser Bug weg ist. Kann natürlich auch sein, dass es die ganze Zeit so war und mir nicht aufgefallen ist, aber kann ich mir bald nicht vorstellen. Na? Nee.
merkwürdig. So, wir suchen uns den nächsten Auftragsgeber. Dann müssen wir höchstwahrscheinlich wieder zurück in die Stadt. Und dürfen die gleichen paar Gestalten wieder erledigen. Oder ich fahre einfach durch. Dann. Diamanten schnappen wir uns dann doch noch mal. Oder das Tonband, was auch immer. Da oben. Hat er schon mal versucht hochzukommen? Okay, das ist mir dann doch ein zu großer Umweg. Es wäre schön, wenn man sich so eigene Markierungen auf der Karte machen könnte. Wenn ich da irgendwie mal zufällig auf der anderen Seite bin, dann könnte ich da ja mal vorbeischauen. Aber so groß ist der Anreiz jetzt nicht für mich, dass ich da über die halbe Map fahre, nur um so ein paar Diamanten abzustauben. So, wer möchte uns denn jetzt einen Auftrag geben? Okay. Hey Mann, alles easy. Ich finde schon jemanden. Moment. Hey Mann, ich habe Informationen. Major Tambosse hat heute nichts, aber ich habe da was gehört und sofort an Sie gedacht. Mhm. Die UFLL hält einen in der Brauerei gefangen. Weiß nicht wen, aber von hier ist er nicht. Er könnte wichtig sein. Man hat es mir erzählt, jetzt erzähle ich es Ihnen. Viel Glück, Mann. Ich sag's dir, die haben angefangen, als dieser Spinner wie ein Dämon unsere Stellung angegriffen hat. Glaubst du diesen Voodoo? Okay. Nein. Scheiße, das hört mir nicht an. Also auf zu Mike's Bar. Kann ich dann auch gleich meine Waffen wieder wechseln.
Oder ist das fast näher dran? Nee. Ich frage mich, ob man sich wirklich mit der Krankheit softlocken kann, dass die dann irgendwann so schlimm wird, wenn man die nicht regelmäßig behandelt, dass man quasi keine Mission mehr abschließen kann, ohne dass man diesen Schub bekommt. Hm. Ach ja, es ist doch klar, dass da vorne einer ist. Ja, werden wir verfolgt oder was ist das? TF. Problem erledigt, würde ich sagen. Gibt's hier vielleicht noch andere Missionen? So, Gefängnisausbruch. Die ist immer gut. Ich könnte es ja mal riskieren zu schleichen. Ja, das klingt doch nach einem Plan. Da schön anschleichen, das suchen und zur Not habe ich dann immer noch die M16. Das Wasser könnte ich da auch hin. Ah. Ich habe so das Gefühl, dass man auf dem Wasser etwas leichter, etwas schneller gesehen wird. Also wieder über Land. Ach stimmt, das war die Hütte.
Sehe noch nicht. Oh. Aber ich denke, das ist ein guter Punkt, um einmal abzuspeichern. Da vorne ist was. Keine Wachen zu sehen. Ah. Immer zu hören. Und dann speichere ich doch nochmal ab. Wieder durch. Bin ich rein? Schade. Fuck. Wird der andere wahrscheinlich mitkriegen? Ah, wo bist du? Oh fuck, ich habe gar keine Medizin aufgefrischt. Zeig mir deinen hübschen Kopf. Wo war er denn dahinter, ne? Oh, fuck! Das war's mit der Schleichaktion. Ja, jetzt auf jeden Fall. Fuck, fuck, fuck. Nein, 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 nein. Ja. Das probieren wir doch gleich nochmal.
Ist das jemand? Ja, ne? Cool, das hat fast den Eindruck, als wäre er meinen Sprung gefolgt. Ah, das Schöne bei den Giftpfeilen ist, dass man schön in die Mitte des Körpers zielen kann. Okay, einen Schuss habe ich noch. Hoffe ich mal, dass das reicht. Oh ja, Medikamente. Sehr gut. Speichern, das haben wir uns auch verdient. Getan hast, es ist gut für mich. Ich bin André. Hauen wir hier ab. Aber nicht zusammen. Allein haben wir größere Chancen. Ich schätze, dafür schulde ich dir irgendwann mal einen Drink. Nespa? So, was sagt denn unser aktueller Ruf? Immer noch. Stufe 3? Naja. Gucke ich doch mal, ob ich ein bisschen Munition aufsammeln kann. Yay. Ich hoffe mal, die sind alle erledigt. Noch ein schönes Gefährt.
Ach was, ich gehe über Land. Ach, hier ist ja auch eins. Noch. Was zum Henker? Man sollte schon dahin schauen, wo man auch hinfährt. Na gut. Wäre Lust, mich auf den Kampf einzulassen. Oh, fuck, 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 fuck. Das wird wahrscheinlich mein Verhängnis werden, oder? Ja, wenn wir schon mal auf dem Weg sind. Obwohl, ich habe ja keine Ahnung, was die nächste Mission ist. Und mit der Munition sollten wir erstmal hinkommen. Dann fahre ich gleich zur Bushaltestelle und hole mir den nächsten Auftrag ab. Hier kommt uns doch gleich wieder einer entgegen. Doch nicht. Ach so, das war der, der uns da vorne schon begegnet ist. Ah, Gott im Himmel. Erstmal schauen. Ah, okay. Wir hätten uns in der Bar noch einen Auftrag abholen können. Nee, aber ich fahre zurück in die Stadt. Hoffe, dass es dann mal mit den Hauptmissionen auch weitergeht. Was fliehen? Was? Warum? Hab ich getan? Das alte Problem, dass das Spiel denkt, dass ich wie gefeuert habe in der Waffenstillstandzone, weil ich noch die Aggro von Feinden auf mich gezogen habe. Da war ja sowas. Aber ihr habt mich alle lieb, oder? Was sind denn immer so rum? Also wieder zu APR. Wer sollte diesen Schwachköpfen mal klar machen, dass der einzig gefährliche Schakal hier dieser Waffenhändler ist? Dann für ein anderer Schakal. So, die haben ja immer erzählt von so einem Mythos.
Aber da habe ich leider bislang noch nicht richtig. Ich bewahre Ihre Ausrüstung auf. Hm. Du bist aber jemand anders. Und da liegen die Waffen von der Wache, die vorher da war. Geht denn hier alles mit rechten Dingen zu? Eine große Wahl habe ich ja wahrscheinlich nicht, ne? Dann vertraue ich dir mal der sympathischen Sonnenbrille, die irgendwie so halb im Kopf verschwindet. Ist riskant. Wieso riskant? Es trifft doch nicht unsere Leute. Sie sind nicht in der Lage, einen Krieg mit einem anderen Land anzufangen. Wer redet denn von Krieg? Mr. Creed, Sie nehmen das zu. Unser Freund ist zurück. Vielleicht helfen Sie uns, das hier endgültig zu beenden. Endgültig klingt gut. Dann erzähl mal. Ah, ich kenne Sie. Sie sind schwer zu vergessen. Das heißt, Sie können mit Sprengstoff umgehen. Wir brauchen jemanden, der eine große Pipeline stilllegt. Bantube verkauft Trinkwasser an unsere Nachbarn. Die UFLL darf nicht vom Leid unserer Leute profitieren. Die Pipeline wird einen kompletten Systemausfall haben. Und zwar bald. Selbstverständlich haben wir mit sowas nichts zu tun. Ein unabhängiger Söldner muss das erledigen. Natürlich. Wie immer. Am anfälligsten ist die Leitung bei der Baustelle, vom See aus, etwa 200 Meter landeinwärts. Aber gehen Sie zuerst zur Temo-Diamantenmine und holen Sie sich etwas TNT. Die Mine liegt auf feindlichem Gebiet. Das wird keine einfache Mission. Reeves ist besorgt. Er denkt an die Menschen, die das Wasser brauchen. Aber wir sind im Krieg. Leid ist leider unvermeidlich. Es ist für ein höheres Ziel, für ein stärkeres Afrika. Was auch immer. Das Geld ist hier. Sie finden den Sprengstoff in der Sprenghütte bei der Diamantenmine und die Zielpipeline bei der Baustelle. Viel Glück. Macht euch bereit. Und ich würde mit dem Schlimmsten rechnen. Oh, das ist, sind ausreichend Diamanten auf jeden Fall. So, so, da ist die Diamantenmine. Ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Da kann ich auch von hier hinfahren. Wie sieht es denn mit meiner Bewaffnung aus? Schlecht. Aber dann würde ich da mal den Außenposten, den Unterschlupf freischalten. Ja. Dann kann ich da bei Gelegenheit auch ein bisschen pennen, dann müsst ihr das hier nicht im Halbdunkeln sehen. Glaubst du diesen Voodoo-Scheiß, dass er der wiedererweckte Schakal ist? Erzähl weiter, was? Wiedererweckter Schakal? Pass auf! Scheiße! So, gehen Süden. Ja, ein kleiner Umweg, aber das können wir ruhig machen.
So, da ist der Unterschlupf auch schon ausgeschildert. Was treibst du an diesem beschissenen Ort? Du bist nicht hergekommen, um meine Fresse zu bewundern, oder? Soll ich in der Nähe bleiben, falls du Ärger kriegst? Ja. Erledigt. Du hast unseren algerischen Blaublüter gerettet, recht wachsam bleiben. Wieder da lang. Wir sind auch garantiert wieder respawned. Oder nicht? Nein, nicht. Das ist ja mal eine angenehme Überraschung. Aber ich wittere Diamanten. Ja. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob ich da jemals wieder hochkomme. Ah, doch, da. Ah, okay, das ist mein leerer Wagen, den ich benutzt hatte. Aha, APR-Gebiet also. Vorne ist dein Häuschen, da sind doch bestimmt ein paar Männchen. Jemand? Ah.
Dann doch noch jemand. Scheint doch nicht. Oh Gott, fuck. Klar, ein Boot. Nee, es ist ein anderes Boot. So, noch jemand? Da war ich schon mal. Okay, fahre ich einmal rechts rum. Oh Gott. Laden. Na, will noch jemand? Dann rette ich die Munition mal, bevor sie in die Luft fliegt. So, Mine, okay. Ist doch noch ein Stückchen. Thank you.
Ja, natürlich ist es das hinterste Gebäude. Ich vielleicht doch von der anderen Seite kommen sollen. Ach, wem machen wir was vor? Ich glaube, das klappt sowieso nicht, dass ich da leise und unentdeckt reingehe. Aber naja, ich kann ja zumindest ein paar Gegner vorher lautlos ausschalten. Das Gebäude ist es. Ich finde du hier noch ein bisschen. So, das war's an der leisen Front. Machen wir mal ein bisschen Krach. Oh fuck. Oh. Ah. Und von hier oben? Fuck. Scheiße, die Wasser haben sie erwischt. Gib dir einen Tipp, bleib einfach liegen.
Muss ich sagen. Komm. Oh. Da echt. Ja, natürlich muss das Förderband hoch. So, TNT. Ich bin's, Akim. Treffen Sie mich auf dem Hügel oberhalb des Damms. Ja, okay. Ziehen rum. Habe ich überhaupt schon gespeichert? Ach, jetzt muss ich gleich wieder durch die Häuser durch. Ein Sniper da oben. Wer kommt denn da angefahren? Okay. Hat jemand gefahren? Das Ganze in der Nähe. Ja, das Gewehr könnte ich auch mal wieder austauschen. Doch das Auto nehmen sollen.
So, dann bin ich mal gespannt auf das Angebot, was Harkin uns diesmal machen wird. Beeilen Sie sich. Später. Tut mir leid, aber ich habe nicht viel Zeit. Ich habe Informationen für Sie. Kennen Sie das Pumpenhaus des Stausees? Dort regeln Sie, wie viel Wasser in die Pipeline eingespeist wird. Ein leichtes Ziel. Man kann die Geräte ohne Probleme zerstören. Wenn Ihr geklautes Dynamit hochgeht, fließt das Wasser ungehindert aus dem Leck. Bis runter zur Diamantenmine. Was ich Ihnen jetzt sage, beschämt mich. Ich war Wachmann in der Temo-Mine. Ich verachte die Betreiber der Mine. Das sind Kriminelle. Aber ich brauche das Geld. Ich bin diesen Job sowieso los und will diese Männer bloßstellen. In der Mine sind keine Diamanten. Es hat nie welche gegeben. Sie versprechen den Soldaten Reichtümer, wenn sie für sie kämpfen. Schwachsinn. Wenn der Canyon überflutet wird, jagen mich die Soldaten bestimmt. Holen Sie mich da bitte raus. Zerstören Sie die Armaturen im Pumpenhaus. Oh Gott, das ist ja ganz schönes Hin und Her. Ach ja, okay, ein anderes letztes Mal. Na. Gut, das ist ein ziemlich beschissener Winkel, in dem ich geparkt habe. Wir werden alle sterben. Will ich eigentlich eine neue Waffe besorgen? Naja. Erstmal den nächsten Unterschlupf freischalten. Ganz schön viele Renner und Fahrerei in dieser Mission. Zur rechten Zeit. Komm schon, bisschen schneller.
war nur einer. Wird doch hier ein Auto rumgurken. Zwei Autos. Ah, meine Fräse. So, beim anderen Auto, da lebte doch auch noch einer, oder? Eigentlich gefällt mir die Uhrzeit ganz gut. Die Waffen auch. Wenn ich jetzt wieder Munition für das Fallgewehr habe, ja. Sehr gut. So. Dann schauen wir mal, ob sich der extra Aufwand lohnt.
Oh, natürlich, ey. Lauf, 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 lauf. Okay. Sag nicht, dass ich nur hier draußen drauf schießen muss. Jetzt wahrscheinlich Hakim helfen. Sehr gut, das Absperrsystem ist deaktiviert. Sprengen Sie jetzt die Pipeline. Ihr müsst mich ja nicht unbedingt sehen. Wunderbar. Da, wo ich ihn stehen gelassen habe. Ah. Ja, geil. Na, kommt jemand, um mich zu retten? Ja, na schade. Hätte ich mir lieber aufgeholt für später, wenn ich mit dem Weg da rausschießen muss. Wo immer du drauf schießt. Thank you.
War ich hier nicht schon mal? Doch, doch, hier war ich doch schon mal. Schrei doch nicht so, wenn du stirbst. Weg. Ah, okay. Schade. Oh. Nicht gut. Thank you.
Scheiße, ey. Sterbe ich hier in diesem Höllenloch. Scheiße. Ich hätte nie an das verdammte Telefon gehen dürfen. Ich hätte im Bett bleiben sollen und nicht in dieses scheiß Flugzeug steigen. Ich hätte den Job nie annehmen sollen. Okay, schlimmer als das Gewehr von Grad kann es auch nicht sein, ne? Jetzt hoffe ich, dass ich noch ein bisschen Munition aufsammeln kann. Schlammig aus, aber puh, das ganz schön knapp. Jetzt halt da oben sitzt noch einer, ne? Ja, toll, jetzt hat er mich auch gesehen. Ja, Munition schön und gut. Oh Gott. Das denn? Da oben noch einer? Oh Mann. Alle nichts mehr. Schöne Scheiße. Nur ich dann Medizin. Sehr gut. So, was muss ich sprengen, das oder? So, und jetzt sehe ich doch zu, dass ich hier wegkomme. Oder? Muss ich noch irgendwie was? Ah. Ja. Die Mine lockt schneller voll als erwartet. Die Soldaten suchen nach mir. Kommen Sie so schnell wie möglich her.
Fuck. Wo seid ihr? Ja, jetzt schießt er wieder auf mich. Ich habe noch gesagt vor der Mission, ob ich nicht vielleicht vorher die Waffen mal auffrischen soll. So, da kommt doch gleich bestimmt wieder ein Schock uns entgegen. Oder? Doch nicht. Okay. Nehmen wir mal den anderen Weg. Sagen, alles in allem sehr stressig, diese Mission. Oder diese Aneinanderreihung von Missionen. Questreihe könnte man ja schon fast sagen.
Abkürzung. Ah. Das hat nicht so funktioniert. Ey. Und das viele Speicher nicht vergessen. Okay, wo sind denn jetzt die bösen Buben? Achso, nee, das ist er. Oh, da vorne. Oh nein, ey, nur Schrottwaffen hier. Gibt's doch nicht. Lassen Sie mich nicht hier. Ja, aha. Okay, es war eine dumme Aktion. Ich habe auch das Gefühl, dass alle Waffen, die ich finde, mindestens so schlecht sind wie die Waffen, die ich bei mir habe. Hallo, lass mich an Land. Heil dich doch. Fuck. Ja, aber vielleicht erst nachdem ich Gegner alle getötet habe. Ja. Soll uns nicht stressen lassen. Fuck, fuck, fuck. Ja, mach, mach, mach. Na, komm schon. Na, komm schon. Was zum... Ich bin doch gerade schon eine gegeben. Hallo? Ist das jetzt ein Bug oder was? Hä?
WTF? Okay. War das ein Bug? Wie ist nochmal? Ich habe noch drei Spitzen. Ja, das kann irgendwie nicht sein. Das denn? Linke Maustaste. Hab ich gemacht. Ach, dieses Spiel. Wenn du jetzt zu mir kommen würdest. Oh, was? WTF? Ist er da drin, oder was? Geschafft. Ja, allerdings. Okay. Ja, damit hätten wir diesen Marathon, diesen Missionsmarathon auch abgeschlossen. Und das ist auch ein guter Zeitpunkt, um für heute Schluss zu machen. Und wir sehen uns dann, wenn ich das nächste Video hochlade. Mach's gut, bis dann.